Willkommen in Norwegen schon wieder. Das haben wir im letzten Reisevideo auch gesagt. Und da sind wir aber am Ende nach Schweden gefahren, ganz spontan. Und dort waren wir jetzt auch die letzte ungefähr eine Woche, würde ich sagen. Und jetzt sind wir schon wieder in Norwegen. Und zwar sind wir jetzt sehr weit im Norden auf der Halbinsel Senja. Und wie ihr hinter uns schon sehen könnt, ist es hier sehr schön. Und wir machen jetzt unsere erste Wanderung und zeigen euch mal, wie es hier so aussieht. Wir haben heute erst um 15.30 Uhr unsere Wanderung gestartet und war eigentlich eine gute Entscheidung, weil heute Vormittag war es die ganze Zeit bewölkt. Aber wie ihr merkt, ich bin ein bisschen außer Atem, weil es hier sowas von steil einfach nur bergauf geht. Aber gut, der Ausblick, den ihr hinter mir sehen könnt, der ist den Aufstieg auf jeden Fall wert. Aber wir waren auch gezwungen, lange Sachen anzuziehen, weil hier extrem viele Mücken, Moskitos, stechende, hornissenähnliche Tiere und so weiter rumfliegen. Also wirklich nicht so ohne. Das hier ist der sogenannte Hesten, das hier ist Alisa und das hier ist der Segler, eigentlich der viel spektakulärere Berg. Allerdings sind wir absichtlich hier auf den Hesten hochgegangen, damit wir diesen einmaligen Blick auf den Segler haben. Und dazu hier noch der Blick auf den Fjord und in die andere Richtung sieht es nicht weniger spektakulär aus. Schaut euch das an, man kann das gar nicht realisieren, wie hier die Natur aussieht. Ich glaube, das realisiere ich selbst erst, wenn ich dieses Video hier schneide. Das kann ich jetzt auf jeden Fall so bestätigen. Auch wenn es sich vor Ort schon unglaublich anfühlt, die atemberaubende Natur zu sehen, braucht es doch etwas Zeit, all das viele Gesehene und Erlebte zu verarbeiten. All die Felsformationen, die aus dem Wasser ragen, breite Sandstrände mit türkisblauem Wasser zwischen Bergen, die an die Alpen erinnern, das gibt es sicher nicht an vielen Orten auf dieser Welt zu sehen. Generell hatten wir von Senja anfangs ein etwas falsches Bild, denn wir dachten, es wäre eine total kleine Halbinsel, die überall wunderschön ist. Durch diese Erwartung waren wir anfangs, als wir mit dem Van die ersten Kilometer auf Senja gefahren sind, etwas enttäuscht, bis wir dann an der Nordwestküste Senjas all die schönen Orte gesehen haben. Dazu noch das Spektakel der Mitternachtssonne. Als wir vor Ort waren, wäre die Sonne das nächste Mal erst in 15 Tagen untergegangen. Das bedeutet, sie bewegt sich langsam den Horizont entlang und hüllt die ganze Landschaft stundenlang in ein wunderschönes Licht, das einem Sonnenuntergang gleicht, nur dass die Sonne nicht wirklich untergeht.
bei gutem Wetter wirklich ein Traum, doch leider waren all diese Aufnahmen von gerade einmal 2 Tagen, bevor uns eine böse Dauerregenfront bevorstand. Wir haben also einige Zeit im Van verbracht, Serien geschaut und über die Zukunft philosophiert, bevor wir entschieden haben, Senja doch früher als geplant zu verlassen. Guten Morgen, heute haben wir in einer Warteschlange der Fähre geschlafen. Genau hinter mir seht ihr schon, das ist total verrückt hier, sage ich euch. Das ist die Fähre von Senja zu Andoya. Und ich glaube, von Andoya gibt es eine Landverbindung zu den Lofoten oder vielleicht zählt Andoya sogar zu den Lofoten, weiß ich gar nicht genau. Aber hier geht es richtig rund. Wir waren hier gestern um 5 und um 7 Uhr wäre gestern die letzte Fähre gegangen. Und da sah es genauso aus wie jetzt, da war alles voll und wir haben es natürlich nicht mehr auf die Fähre geschafft. Und haben uns dann direkt, nachdem die Fähre um 19 Uhr gestern abgefahren ist, in die Reihe gestellt. Und es war wirklich auch kurz nach 19 Uhr schon wieder alles voll. Ja, und wir haben dann im Supermarkt noch erfahren, dass auf die Fähre nur 49 Fahrzeuge passen. Und teilweise sind da auch PKWs mit großen Wohnwagen dabei. Insofern wird es dann wahrscheinlich noch mal weniger. Und auch jetzt schon wieder ist da hinten eine Schlange an der Straße. Da sind noch mal bestimmt 20, 30 Autos, die definitiv nicht auf dieser Fähre mitfahren werden. Und ich glaube, dass ich jetzt auch mal lieber schnell wieder zum Van gehe, weil sonst bin ich hier auch zu spät. Okay, ich war gerade rechtzeitig am Van. Da ist gerade der Angestellte der Fährengesellschaft hier gekommen und hat kassiert mit der Kreditkarte 75 Euro für einmal kurz rüberschiffen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass das hier offensichtlich eine sehr, sehr begehrte Route ist. Alisa, was sagst du zu dem ganzen Spektakel? War schon das Highlight der Reise, oder? Ja, ich find's mega crazy. Wir übernachten hier einfach und da drüben stehen schon wieder 20 Autos, die wahrscheinlich nicht damit gerechnet haben, dass hier so viel los ist und dass sie nicht auf die Fähre kommen. Ja. Und ich denke mir so, mir tun die voll leid, die sind jetzt hier und dürfen 4 Stunden warten. Ja. Wenn sie Glück haben. Und was auch richtig lustig ist, hier ist halt echt ein relativ kleines Dorf. Und immer wenn hier Action ist mit der Fähre, stehen die ganzen Dorfbewohner draußen und schauen sich das Ganze mit an. Das voll heißt geil. Basically den ganzen Tag, weil 3-mal am Tag, die Leute stehen hier 3 Stunden vor Abfahrt. Ja, und für die ist das alle hier das Highlight, wenn hier richtig was los ist. Doch auch auf Andoya war das Wetter leider nicht so ganz auf unserer Seite. Aufgrund des schlechten Wetters sind wir dann direkt zu den Lofoten weitergefahren und haben hier jetzt auch die erste Nacht verbracht, so ziemlich am Anfang der Lofoten, glaube ich, an einem schönen Rastplatz, den ihr hinter mir sehen könnt. Heute Nacht standen da 15 Wohnmobile, jetzt sind es nur noch ein paar, die hier beim Vorbeifahren halten. Und dieser Rastplatz nennt sich Austnesfjorden und hier geht man eine kleine Treppe nach oben, die wir auch gerade hochgehen. Und da oben hat man einen ganz schönen Ausblick. Natürlich noch nicht so spektakulär wie das, was euch wahrscheinlich gleich erwartet. Aber trotzdem hier auch schon mal ein paar Einblicke. Wir sind am Fuß des Berges, der nennt sich Delp Saya, spricht man bestimmt auch wieder ganz anders aus, aber ist relativ am Anfang der Lofoten und ich glaube auch recht bekannt. Also Alisa meinte, man kennt den hier.
Ich glaube, man kennt den Matmora. Eigentlich geht es hier Richtung Matmora. Ich denke, dass das der Psion nur so eine Art Aussichtsplattform ist. Also Matmora ist schon viel weiter, als was wir jetzt wandern. Wir machen die Light-Version der Wanderung, weil wir ja nicht so auf so lange Wanderungen stehen, sondern eher auf die schönen Aussichten. Und hoffentlich haben wir die heute auch schon, wenn wir nicht ganz weit wandern. Mal gucken. Und es geht jetzt so 1-2 Stunden, 2 Kilometer, sowas soll das sein. Insgesamt oder hoch und runter jeweils? Ich glaube insgesamt. Okay. Aber es ist sehr steil am Anfang. Vergesst den Namen, den ich vorher gesagt habe. Den Berg gibt es irgendwie nicht. Der ist auch in Google Maps nicht eingetragen. Der richtige Berg, wenn ihr hierher wollt, der heißt Matmora. Der geht auch noch da ein bisschen weiter hoch, als wir jetzt waren. Aber unsere Aussicht war eigentlich besser, weil wir den Rundumblick hatten. Auch in diese Richtung und halt da auf diese türkisene Bucht. Und von weiter oben sieht man nur noch auf die türkisene Bucht, die aber wirklich sehr, sehr schön ist, wie ihr auch schon gerade gesehen habt. Ja, jetzt geht es wieder runter, weil es ist kalt. Und der Aufstieg hier war schon recht steil und auch ziemlich matschig. Und steinig, also nichts für Anfänger, würde ich sagen, aber wir sind sicher auch keine Wanderprofis. Ja, nur wenn man sich wirklich schwer tut mit dem Wandern und nicht so einen sicheren Tritt hat, dann würde ich hier vielleicht nicht unbedingt hochgehen. Was machen Sie denn da? Hey, das ist mein Geheimtrick. Es war nicht so weit fertig, wenn man schon hier unten ist. Verstehe. Tag 2 auf den Lofoten beginnt und auch heute ist Alisa wieder die Reiseführerin. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Irgendein Aussichtspunkt. Man geht hier wohl nur so 25 Minuten einen kleinen Berg hoch und soll da einen schönen Ausblick haben. Da geht's hoch. Ja, mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Danach geht es dann noch nach Henningsfähr, oder? Ja. Da gibt's dieses bekannte. Auf der Suche nach einer Zimtschnecke. Und auf der Suche nach dem bekannten Fußballfeld. Und einer Zimtschnecke. Die Zimtschnecke haben wir gestern nicht gefunden, da waren wir in einem Café. Und da gab es dann keine. Haben wir nur 2 Cappuccinos mit Hafermilch getrunken für 7 Euro. Eigentlich okay, finde ich. 3,50 pro Cappuccino. Geht klar. Ja. Dazu noch einen Kuchen, den sie dann doch nicht hatten, weil der noch tiefgefroren war. Ich glaube, den haben wir trotzdem bezahlt. Wollten sie uns irgendwie zurückerstatten, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. 7 Euro für den Kuchen, das war teuer. Für einen Kuchen, den wir nicht mal gegessen haben. Da lang, oder? Ja. Was steht dann heute noch an? In Henningsfähr gibt es so ein Geschäft, wo man so Wollmützen und Stirnbänder kaufen kann. Und ich wollte dem Dennis noch ein Stirnband verpassen, damit seine Ohren nicht immer so frieren. Okay. Da gucken wir noch rein. Und gegebenenfalls checken wir da auch noch ein Restaurant aus. Ja, jetzt wird mein Arm schwer. Tschüss. Tschüss. Also im Verhältnis zu dem Aufwand, den wir betreiben mussten, um hier hochzukommen, ist der Ausblick auf jeden Fall sehr schön. Also, eine Empfehlung. Nur wie heißt das hier, wo wir hier sind? Weil eine Empfehlung muss ich vielleicht auch sagen, wo wir sind. Warten Sie kurz. Warten Sie kurz einen Moment. Linken. Linken? Linken. Linken. So wie links mit N, ohne Linken. S. Linken. Linken. Ja. Wo wir es davor von den Preisen im Café hatten, das hier 22 Euro, eine Zimtschnecke, ein Bananenbrot und 2 Cappuccinos. Alter, du bist ja sportlich unterwegs. Das hier war übrigens das besagte Fußballfeld von Henningsfähr,
Am Boden relativ unspektakulär, aber mit der Drohne kann man da wirklich atemberaubende Bilder machen. Danach haben wir dann nur noch etwa 4-5 Tage auf den Lofoten verbracht, von denen leider nur noch an einem Tag schönes Wetter war. Das heißt, wir haben sehr viel aus dem Auto gefilmt, kurze Stopps gemacht, wenn kurz der Regen mal aufgehört hat. Aber leider haben wir uns dann die Lofoten nicht ganz so anschauen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Trotzdem haben wir sehr viel gesehen und das ist wirklich eine einzigartig schöne Inselgruppe. Obwohl wir nur noch viele kurze Clips gefilmt haben von wenigen Sekunden, sind da insgesamt nochmal 30 Minuten an Videomaterial zusammengekommen und davon gibt es hier für euch jetzt nochmal das Best-of. Viel Spaß! Wie ihr seht, ist die Landschaft wirklich wunderschön. Allerdings müssen wir auch ehrlich gestehen, dass wir nicht nochmal mit dem eigenen Van so weit nach oben in den Norden fahren würden. Einfach weil es so extrem viele Kilometer sind, die wir da auf uns genommen haben. Und dann das Wetter uns leider doch ein bisschen enttäuscht hat, dafür, dass wir eigentlich in einer relativ guten Reisezeit dort waren. Ich stelle es mir vor allem schwierig vor für Leute, die gerade einmal 2 Wochen Urlaub haben und genau in dieser Zeit nach Norwegen fahren und dann leider vor Ort auf eine Schlechtwetterfront stoßen, weil die sind dann mit Sicherheit relativ enttäuscht. Außer natürlich, ihr habt kein Problem damit, euch in einen kompletten Regenanzug zu schmeißen und einfach trotz Regen jeden Tag wandern zu gehen. Dann ist Norwegen auf jeden Fall ein Traum, aber für uns war es nicht unbedingt das richtige Reiseziel in Kombination mit dem Wetter, das wir leider vor Ort hatten. Allerdings kann es auch gut sein, dass wir uns einfach erstmal an das Vanlife gewöhnen mussten, denn wir sind auch ziemlich viel gefahren, haben eigentlich an keinem Stellplatz 2 Nächte verbracht, sondern sind immer von A nach B und jeden Tag weiter, haben extrem viel gesehen und konnten all die vielen Eindrücke gar nicht so richtig verarbeiten. Mittlerweile sind wir mit dem Van deutlich südlicher unterwegs in der Wärme und haben das Ganze mit dem Vanlife jetzt mal etwas entspannter angehen lassen, sind wirklich auch mal mehrere Tage an einem Ort geblieben, haben einfach mal gechillt, anstatt nur zu versuchen, jede Sehenswürdigkeit mitzunehmen. Und das ist auf jeden Fall ein entspannteres Reisen. Wenn man also unbedingt mit dem eigenen Van nach Norwegen möchte, dann sollte man auf jeden Fall genug Zeit einplanen, um auch das schlechte Wetter mal auszusitzen. Aber dann sollte man auch kein Problem damit haben, mehrere Tage sich einfach nur in seinem Fahrzeug aufzuhalten. Und man sollte sich da natürlich auch irgendwie beschäftigen können.
Abschließend ist aber noch zu sagen, dass natürlich Norwegen ein wunderschönes Reiseziel ist und dagegen wollen wir auch gar nichts sagen. Letztendlich muss jeder selbst wissen, wohin er reisen möchte, aber ich glaube, es gibt auch viele schöne Ziele, die deutlich näher an Deutschland liegen, die man auch erstmal erkunden kann, bevor man so eine weite Reise auf sich nimmt. Ich trau mich nicht. Doch, gib Gas. Mit Schwung. Du schaffst es. Oh yeah. Gerade so weit genug.